Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2, Cast Nummer 2185. Wir haben jetzt ein französisches PvP. Einmal in Rot, das ist Pidi Drogo beim Team Altar und sein Gegner in Blau, da haben wir Shadowen beim Team Platinum Heroes. Und die beiden ähneln sich tatsächlich in vielen Belangen. Nicht nur, dass sie französische Protoss-Spieler sind, sie sind beide Jahrgang 1995 und sind beide seit 2013 aktiv. Also sie haben eine sehr, sehr ähnliche Laufbahn. Aber tatsächlich, obwohl sie beide aus der französischen Szene kommen und eben im gleichen Zeitraum aktiv sind, haben sie jetzt nicht mega viele Games gegeneinander gespielt. Das sind insgesamt ein bisschen über 30 Serien. Es steht gesamt 23:11 in Serien für Drogo und 70:43 in Maps. Aber wie gesagt, dafür, dass die seit 2013, also seit 10 Jahren unterwegs sind und aus der gleichen Region kommen, sind das gar nicht so viele Matches. Also da hätte ich fast mit mehr gerechnet. Jetzt eben gilt es, wer ist der stärkere französische PvP-Spieler von den beiden? Ich glaube, gesamt in der Karriere hat Drogo ein bisschen mehr erreicht. Da kommt mir gerade in Erinnerung der Sieg in der DreamHack Leipzig. Das war 2016. Auf der war ich nämlich, aber ich bin mir mit dem Jahr nicht mehr ganz sicher. Das war die erste DreamHack Leipzig, die dann wieder kam. Die haben wir dann danach noch mehrfach ausgeführt. Aber am Anfang war die sehr, sehr E-Sports-Fokus, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Danach wurde das, glaube ich, ein bisschen mehr Cosplay, aber da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich bin nur in der ersten Variante hingegangen. Die anderen habe ich dann verpasst. So, und wir haben schon mal das erste Proxy-Gebäude am Start. Das ist ein Proxy-Stargate hier für Shadowen. Währenddessen für Drogo Gateways in seiner Main. Bei ihm gibt es auch das Tech-Gebäude in seiner Main. Stargate kommt damit dazu. Das heißt, beide haben das Stargate. Hier allerdings Stalker plus Adept. Probe wird von der Probe gekillt. Hat kurz rauf gescoutet, aber ich glaube nicht alles gesehen, nur die Gateways gesehen, also nicht mehr. Nicht mal den Core mit in der Vision gehabt. Aber was man noch kurz gesehen hat, ist, welche Einheiten der Gegner gebaut hat. Das heißt, man weiß, es ist ein Stalker und ein Adapter. Auf der Seite sind es zwei Adepts. Die wollen eigentlich an den Einheiten vorbei, eher Richtung Probes gehen. Der Stalker sieht das jetzt aber auch, dass das vorbeikommt und kann gleich mal anfangen, drauf zu schießen. Der Stalker hat jetzt ein bisschen Probleme im Alleingang. Also ein 2 gegen 2, wenn es zwei Stalker gegen zwei Adepts, gar kein Problem. Aber jetzt im 1 gegen 2, da tut sich der Stalker doch schwer. Auf der anderen Seite geht der Adept nach vorne, sieht den Nexus des Gegners, der schon unterwegs ist. Da kommt dann aber auch der Schildbatterieblock. Adept wird nicht reingelassen. Wird noch ein bisschen weiter drauf gehalten. Währenddessen ging es hier jetzt auch rein mit den Adepts. Und der Adept versucht, Probes zu killen. Kriegt zwei Kills. Schildbatterie kommt dann auch noch mit dazu. Da wurden gerade tatsächlich auch beide Adepts geopfert. Also der erste kam gar nicht so weit. Der zweite hat noch ein bisschen was an Damage gemacht. Der Adept hat jetzt von der Schildbatterie abgelassen. Und da kommt dann das Oracle als nächstes. Aber da wird genau rechtzeitig die Schildbatterie fertig. Die verhindert weiteren Schaden. Damit weiß man, der Gegner hat ebenfalls die Lufteinheiten. Und somit werden Phoenixe folgen. Beide wissen jetzt, der Gegner hat ein Stargate. Beide gehen auf ihre Expansion. Insgesamt die Situation, die Adepts wurden geopfert, haben ein bisschen was an Probes mitgenommen, aber jetzt nicht megamäßig viel. Zwei Probe-Kills für zwei Adepts ist jetzt nicht der geilste Trade. Und hier drüben der Adept versucht noch ein bisschen was davon auszugleichen. Die Schildbatterie wurde sogar fertig, das heißt, die muss man sich erstmal wieder wegschießen. Somit kommt Shadow und Akta aus seiner Base nicht raus und kann seine Netzspiel nicht in Betrieb nehmen. Das ist nervig auf jeden Fall. Wird das in die Stalker halt immer noch Wache gegen das Oracle hier. Netzspiel von Drogo braucht noch ein bisschen und sein Oracle auch im Anflug wird aber verteidigt. Durch die ganzen Stalker, die hier sind, die Schildbatterie blockiert hier immer noch. Und wird da auch noch weggeschickt von der Natural. Also da wird gerade noch nicht gearbeitet aus der Natural. Auch wenn sie deutlich früher fertig geworden ist. Und dann ist jetzt eben die Lücke offen. Der Adept kann trotzdem nochmal reinporten, wenn er möchte. Sieht dann auch Twilight Council ist das nächste ein Thema. Weil beide gehen dann auf Blink. Da kommt jetzt ein Phoenix auch noch mit dazu. Für Drogo, wenn das in das Oracle kommt, zurück. Und nutzt den Laser dann doch mal, um den Adept anzugehen. Und dann sieht man auch sofort, die Probes waren raus in Masse, weil die warten schon ein bisschen drauf, dass sie endlich arbeiten können. Die Mainbase war da ein bisschen überstrapaziert. Die wird von Shadow also wahrscheinlich ein bisschen schneller leer gehen, die ersten Felder aus der Mainbase. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Währenddessen Oracle hier schaut vorbei, nimmt auch zwei Kills mit. Wird dafür nicht gesniped, beide markieren sich da noch. Und somit landen wir jetzt bei 33:32 Probes. Also immer noch sehr, sehr nah beieinander. Der Phoenix hält hier Wache, dass die feindlichen Oracles nicht reingeflogen kommen. Und eben beide gehen auf Blink. Insgesamt die Situation, ja, minimal besser für Drogo. Aber wirklich, das sind solche Kleinigkeiten. Da kann ein guter oder ein halbwegs guter, ein halbwegs schlechter. Dann muss ich mal entscheidend gut sein. Es reicht ein kleiner Unterschied in einem Fight. Dann hat man den Nachteil, den Vorteil sofort ausgeglichen. So, dritte Basisvorbereitung ist da auch schon. Da markiert man sich ein weiteres Mal. Und eben Blink als nächstes gefährliches Werkzeug. Dann eben auch die Oracles deutlich gefährlicher. Wenn man sich da anwagt und ja, das Oracle wurde jetzt markiert und auch gefunden. Phoenix klebt jetzt dran und Recall, um das Oracle zu retten. Man will es nicht unbedingt verlieren. Das kann auch ein wertvoller Scout sein für den nächsten Spielverlauf.
Dessen stapeln sich hier die Stalker und Vorbereitung dritte Basis auch für Drogo. Also wir expandieren eine Runde weiter. Wir haben gerade 43 zu 40 Worker. Stargate unten wurde noch nicht gefunden, ist auch eher unwahrscheinlich. Hier kommt ein Warp-In-Pylon mit dazu. Also Drogo kann hier für ein paar Reinforcements sorgen. Und mit seinem Blink-Song und versuchen anzugreifen. Der Gegner hat ebenfalls Blink, hat auch einen Stasis-Ward. Da kommt noch eine Schildbatterie mit dazu. Zwei Schildbatterien sogar. Die Natural bekommt erstmal nur einen Pylon. Das heißt, die andere Schildbatterie kommt in der Main-Base. Und Nerobo kommt für Drogo als nächstes. Eigenes Stasis-Ward auch hier. Also ein bisschen Setup. Shadown ist von dem gerade nichts direkt. Drogo nähert sich jetzt auch an. Und Stalker-Anzahl 12 zu 11. Also auch da sehr, sehr knapp. Da versucht der Snipe, hat nicht ganz funktioniert. Der Stalker hat das gerade überlebt. Aber die nächste Runde Snipe konnte den dann killen. Da kommt ein bisschen Schaden zurück. Und klar, Schildbatterie hilft. Die sind wieder auf ein Panik-Force-Field da gesetzt. Hier war, man hat es gesehen, er wollte eigentlich genau diesen Stalker haben. Der wurde aber dann zuerst zurückgeblinkt. Die Stalker sind hier ein bisschen länger geblieben, haben Shots abbekommen. Ja, ein gefährlicher Tanz, den die beiden hier aufführen. Währenddessen die dritten Basen fertig werden und online kommen. Wieder mal für Shadow ein bisschen schneller. Dieses Mal kann ich auch sofort anfangen zu arbeiten. Erst den Probes ein kleines bisschen hinten. Weiterhin die Stalker hier von Drogo versuchen, Druck zu machen. Aber auch hier wieder Blink nach hinten. Counter Blink dann auch. Aber beide haben hier ein Stasis Ward mit am Start. Das heißt, man will sie nicht zu weit voranwagen. Wenn die Stasis auslöst, könnte das sehr schnell kritisch werden, wenn die Armee getrennt wird dadurch. Währenddessen Oracle kommt hier an der dritten vorbei. Ist eigentlich auch dem Phoenix geworden. Okay, der Phoenix wurde tatsächlich gesniped. Das ist mir tatsächlich komplett... Das habe ich komplett übersehen zwischen. Aber der Phoenix ist weg, dafür hat man hier das Stargate gefunden. Und das Stargate ist jetzt offline. Zudem auch ein kleiner Supply-Block mit dabei für Shadow. Und da läuft einmal in die Stasis. Den Pylon hat er, glaube ich, aber auch gesehen. Ja, Pylon wird also hier auch entsorgt. Und die restlichen Stalker sind noch da, somit denen sollte nichts passieren. Beide gehen auf eine Forge, beziehungsweise Drogo schon mit dem Plus 1 unterwegs. Und wir sind jetzt bei 62 zu 60 Worker. Also es, ja, baut sich so hoch das Game. Vierte Basis ist für Drogo schneller. Die von Jadon kommt dann auch gleich noch mit dazu. Neben Mainbase schwächeln jetzt die ersten Mineralienfelder. Das passiert jetzt gleich mehr und mehr. Währenddessen Oracle hier fliegt weg. Hier chillt eine Probe durch die Gegend. Und tatsächlich Doppel-Upgrades für Shadow. Er geht direkt auf 1-1. Schnappt sich beide Upgrades. Aber trotzdem ist es weiter ein Hochmarkt-Grund. Wir sind jetzt bei 110 Supply für beide Spieler. Und Shadow ist sehr, sehr defensiv, muss man sagen. Einzig die Oracles haben da vorne was gemacht, die Adepts ganz am Anfang. Aber der Rest ist eine rundum defensive Aufstellung tatsächlich von ihm. So, da kommt nochmal ein weiteres Stasis-Ward mit dazu. Der andere läuft dann auch bald ab. Man sieht die Zeit, die Lebenszeit, die der hat. Also der lebt nicht endlos, sondern eines Tages fällt er von alleine auseinander. Wir haben jetzt das Upgrade für Drogo drauf. Geht das nächste auf plus 2 und versucht einen weiteren Angriff. Aber da ist eben weiteres Stasis-Ward. Da kommen weitere Schildbatterien. Der Nexus ist noch nicht ganz fertig für einen Overcharge. Auch eine Cannon dann mit dabei. Also die vierte anzugreifen wird nicht so einfach. Auch hier wieder ein eigener Stasis-Ward für Drogo mit, den er sich da dazu geholt hat. Supply ist immer noch sehr, sehr nah beieinander. Worker-Technisch ist es auch fast gleich auf. Und jetzt soll es den nächsten Angriff geben. Die Stalker marschieren mal ran. Was ist denn Ziel? Die wollten wieder auf einen Stalker fokussen. Sind dann aber stumpf nach vorne gelaufen, weil sie den eben immer noch als Attack-Move im Ziel hatten. Und solange sie den sehen, laufen sie dem auch hinterher. Dann sind sie ja noch weiter reingewandert. Aber auch hier kommt Drogo nicht durch. Vierte Basis ist jetzt online. Und Shadow übernimmt jetzt die Führung ein bisschen in den Probes. Also Mining-Technisch ist es wirklich sehr, sehr krass. Wir sind bei 10 Minuten und wir sind immer noch im Plus-Minus 300er Bereich. Und da ist dieses Wort schlägt ein bisschen ein. Aber die Stalker-Masse ist nicht ganz da. Drogo hat sich teils zurückgezogen, teils ist er hier geblieben. Somit gibt es hier ein paar kleinere Snipes, aber nichts Weltbewegendes. Ja, ein Stalker und ein Stalker verloren. Und die Stasis ist ein weiteres Mal nicht wirklich effektiv. Weiter ab geht's. 2-2 und Charge. Auf deiner Seite kommt plus 2 Attack. Charge ist gerade fertig geworden für Drogo. Beide gehen auf den Darkshrine. Also die Werkzeuge werden noch mehr, noch vielseitiger. Fünfte Basis kommt dann auch schon wieder zu. Die beiden expandieren wirklich krass. Wir sind bei 10 Minuten und wir haben 4 und 5 Basen. Also in Welten mit 5 und 5 Basen. Die fünfte wird auf Beschattung gebaut. Also die beiden makron sich richtig ein ab. Die Armee währenddessen wächst dann auch weiter. Da wird erstmal ein Observer gesniped. Und das nächste ist Darkshrine. Die T's werden jetzt eine Option. Die werden wahrscheinlich auch noch die T-Blink-Upgrade bekommen. Was sich natürlich gerade steigert, wenn es nur ein bisschen Zeit vergeht, ist der Upgrade-Vorteil für Shadow. Er ist ja deshalb mit 1-1 aktuell gegen plus 1 unterwegs. Also er hat ein Upgrade mehr. Dann kommt das plus 2 gleich für Drogo. Dann hat er wieder eine bisschen bessere Situation. Aber dann kommt 2-2 für Shadow. Dann hat er zwei Upgrades vorne gegenüber seinem Gegner. Auf der anderen Seite gibt es jetzt mal den ersten Ärger mit den DTs. Da ist noch keine Detection. Das könnte der fünften ein bisschen gefährlich werden. Die Frage ist, wo ist die nächstbeste Detection? Der Observer fliegt hier gerade raus. Die Stalker wandern gerade rüber. Aber das wird dauern. Für den Nexus sieht das nicht gut aus. Den kann man immer noch canceln. DPS ist nicht so krass,
Das ist das komplett okay. Ne, er guckt nicht. Er hat den Nexus doch verloren. Also Problem für Shadow und für die Mineralien gerade versenkt. Und er ist in die Stasis auch reingelaufen. Also gerade läuft es nicht so rund für Shadow. Und kommt Drogo, springt auf die Gelegenheit, will sich hier durcharbeiten. Der Immortal lebt noch. Der Immortal teilt auch noch richtig krasse Schellen aus. Da kommen die eigenen Stasis-Bots eventuell gleich. Der Stasis-Bot löst auch ein bisschen aus. Hat hier Shadow genug, um sich zur Wehr zu setzen. Da kommen die Tees und Salets. Wie viel Detection ist hier? Da ist keine Detection. Das ist richtig. Das ist ein lauter Observer in blau, aber nichts in rot. Da ist nichts markiert. Das heißt, die Tees sind ein großes Problem. Die Salets gehen mehr das in die Props und es hat 25 Props gekostet. Die Salets werden hier alle dann zerstört. Die Stalker kommen dann auch noch aus der Stasis wieder raus und können angegangen werden. Aber der Economy-Schaden ist deutlich. Die Frage ist, wie viel Rest-Supply hat das gekostet hier für Drogo? Insgesamt, man sieht Resources destroyed. Drogo hat besser getradet in diesen 2 Minuten. Also mit dem gesnipten Nexus, den gesnipten Probes, ist er in der besseren Position. Hat sich richtig viele... Hat er eine andere Basis auch noch gekillt? Das 26 Probes ist schon massiv viel. Gut, die DTs waren hier unterwegs. Haben die... Ja, die haben ein paar mehr Kills noch gesammelt. Er hat 4 Kills inzwischen. Und dann Observer kommt nicht mehr dazu. Die DTs werden geräumt. Aber damit bringt sich Drogo eine viel bessere Position. Auch wenn das Supply gerade noch gleich auf ist. Drogo hat die bessere Economy gerade. Aber er muss wieder aufpassen auf die DTs. Er hat wieder keine Detection da dagegen. Die DTs sind ein Problem. Da kommt sein Observer mit dazu. Und da wird jetzt auch einmal markiert, dass man die DTs sieht. Die werden prompt zu einem Archon. Und was für Shadow noch spricht, ist sein Upgrade-Vorteil. Er hat diese 2 Upgrades mehr gerade. Beide gehen auf +3 Attack als nächstes. Der Nexus wird neu versucht. Währenddessen Drogo hat seine 5 Basen. Gut 12 Minuten. Das heißt, Melo Natural sind nicht mehr so relevant. Und Stalker jetzt mit einem Angriff. Die 5. Basis von Shadow kriegt direkt wieder Probleme. Und er hat gerade nichts abgestellt. Da kommen Salets angelaufen. Pylon wird gecancelt. Die Salets müssen das dann hier irgendwie unter Kontrolle kriegen. Rennen da drauf, können gekitet werden. Aber am Ende zieht sich da Drogo erstmal zurück und pusht auf der anderen Seite wieder. Supply ist tatsächlich immer noch sehr, sehr knapp. Also Shadow hat durchaus noch Möglichkeiten, zurückzukämpfen. Der Archon da vorne wird gefokust. Archon ist weg. Stalker gegen Stalker fight jetzt mehr oder weniger. Wieder der Observer damit drin. Der muss aufpassen. Der wird sofort gesniped. Observer-Anzahl 4 zu 3 aktuell. Ist noch schon ganz so Schwung gestorben, glaube ich. Ja, 3 Observer sind bei Drogo gestorben. Shadow hat noch keinen einzigen verloren. Also Drogo flieht seine Detection. Und das war eben dann auch das Problem mit den DTs. Währenddessen gibt es jetzt hier noch einen Salad Warp nur dazu. Sein +3 Attack ist da und geht dann ins Armor Upgrade. DT Blink kommt für beide Spiele. Und Shadow wagt sich jetzt auch ein bisschen weiter raus. Und Drogo möchte hier eine weitere Basis setzen. Muss die aber dann erstmal verteidigen. Weil er blinkt selber aggressiv. Jagt den Gegner ein bisschen. DT Blink ist ready. Da kommt noch das Schild Upgrade. Da ist auch Drogo jetzt mit 2 Forges unterwegs. Und hier fight Salad Stalker gegeneinander. Die Upgrades sind besser für Shadow in dem Fall. Die Salads kloppen sich da. Die Stalker blinken aggressiv nach vorne. Jetzt kommt dann die Team mit angewandert. Aber Detection ist mit am Start. Und man sieht, Shadow kann sich hier durchsetzen. Es gibt den Fight auf der anderen Seite auch. Auch hier battlen sich die Stalker. Salads sind noch ein paar mit dabei. Shadow hat er da genug. Da kommt er ein bisschen wie ein Forcer mit ran. Weitere Warpins folgen. Und es gibt 2 Fronten hier, die sie da aufgebaut haben. Beide gehen da die Wege entlang. Hier wollte Shadow auch ein bisschen näher ran, aber Reinforcements sind da für Drogo. Und jetzt ist Drogo im Supply hinten. Also die letzten Fights waren jetzt für ihn nicht sonderlich toll. Hat mehr Geld da verloren. Mehr Einheiten, die da zerstört wurden. Ja, ein paar mehr Salets, ein paar mehr Stalker. Ja, das sind die 5. Basis für Shadow und ist endlich online. Seine 4. läuft wieder. 77 zu 76 war es trotzdem 26 gesnipen Probes. Die Economy hat sich dann recht schnell wieder gefangen. Und jetzt kommt die restliche Armee von Shadow auch noch mit dazu. Versucht hier Drogo in die Mangel zu nehmen. Drogo hat währenddessen 2. Angriff auf die 5. seines Gegners laufen. Es ist wieder ein Exodus. Die 6. muss gecancelt werden. Die 5. kriegt Riesenprobleme. Und Shadow ist die Frage, will er weiter pushen? Er ist im Army Supply ein ganzes Stück vor. Er ist 50 Army Supply vorne. Und ein Teil der Drogos Army ist ja auch noch auf der anderen Seite. Das heißt, das kämpft hier sowieso nicht mit. Also der Fight hier ist mega einseitig. Der Stalker-Ball kann sich weiter nach vorne bewegen und versucht das auch. Währenddessen kriegt hier die 3. Basis als nächste Schwierigkeiten. Da gibt es aber ein paar Reinforcements, die das halten sollen. Die Stalker Salad Army läuft da weiter. Währenddessen hier wird rausgerecallt. Und Drogo evakuiert, gibt die Basis damit auf. Währenddessen an der Basis kommt er nicht vorwärts. Und somit wird Drogo gerade 2 Basen, killt aber eine des Gegners. Aber beide verlieren ihre neuesten Basen, ihre 5. Und wir sind bei Probes noch 73 zu 74. Man sieht, meine Technik auch da plus 900 war das krasseste bisher. Das ist nicht mega, und selbst das nur für einen kurzen Augenblick. Drogo hatte dann ein bisschen mehr Mining, aber jetzt hat sich das wieder komplett gedreht. Und Shadow ist fast max. Er ist bei 195 Supply, jetzt tatsächlich gerade mit dem Supply Block zu kämpfen. Wenn es ein Drogo ist, runtergetroppt auf 150. Also die letzten Fights waren nicht gut für ihn. Hat bisher 4000 Ressourcen mehr von auf seine neue Basis, die hier im Bau ist. Wird direkt gefunden. Die Probes sind damit in Gefahr. Der Nexus ist auch in Gefahr, weil er hat noch nicht viele Hitpoints. Die Probes wurden einmal massakriert. 18 Kills bereits gemacht. Dafür gibt es hier einen weiteren großen Kampf. Salets Charge hier mit rein. Wieder an 2 Fronten wird gekämpft. Der Nexus wird zerstört. Wie sieht es hier aus? Hier hat jetzt Shadow die größeren Schwierigkeiten, weil ihm fehlt die Frontline an Salets, um sich hier verteidigen zu können. Muss also weiter zurück. Upgrade-Situation ist jetzt auch für Drogo besser geworden. Also quasi ausgeglichen die Upgrades mit 1-1, mit Schilde und Armor 1. Und da Reinforcements werden mit reingeworfen.
auf beiden Seiten kommen die Enforcement zumindest näher und versucht weiter zu pushen gegen die Salads des Gegners. Schildbatterien laden da noch auf. Shadows Trupp hier versucht sich weiter reinzuarbeiten. Er hat selber noch ein paar Salads mit bei, nimmt die Reinforcement Warpins noch ein bisschen raus. Rogo wandert hier zurück. Das heißt, hier die Position könnte doch noch Probleme kriegen. Die T ist auch noch mit drin, aber der Cannon ist auch mit dabei. Wenn jetzt zieht sich Shadow hier zurück, er hat immer noch mehr Supply. 160 zu 120. Aber ein knappes Match zwischen beiden. Es geht hin und her. Die Basis soll jetzt gebaut werden. Als neue fünfte. Da soll eine Cannon auch eingebaut werden, dass man die nicht so leicht rankommt. Und die Armee von Rogo ist unterwegs, trifft jetzt hier gleich auf die dritte. Kann die natürlich problemlos angreifen, aber na, auf der anderen Seite an der dritten ist man auch schon. Das wird jetzt ein Base-Trade, wie es aussieht. Die dritte wird abgeräumt, die dritte wird auch abgeräumt. Da gibt es nichts, was man da groß machen kann. Keine Detection, aber Detection ist mit dabei. Ist die Frage, hat irgendwann dann keine Detection am Start? Wir sind bei 2 und 4 Observer. Der Nexus ist weg, dann wird rückwärts gepinkt, also mehr will Shadow nicht zerlegen, er will den Rest verteidigen. Die Frage ist, will Drogo noch weiter? Aktuell ist die Antwort, ja, beide killen sich auch gleich viele Probes mit 19 zu 19. Es ist krass, wie die beiden trotz aller Moves immer wieder in einer ähnlichen Position dann landen. Wobei Drogo ist jetzt doch deutlich mehr gedroppt in die Eco und jetzt fehlt er dann noch mehr. Die Probes wurden nämlich gerade noch zerstört, also hat er noch mehr verloren. Er war doch noch mehr gerade gekillt und zerlegt gerade die Pylons seines Gegners, also den Force und Warpins ist schon schwierig. Blinkt jetzt aggressiv hier hoch und damit Drogo im direkten Kampf in der Mainbase des Gegners. Supply wird aber weniger und Shadow hat da gesamt immer noch ein bisschen mehr. Ja, die Stalker werden zerstört. Da hat Drogo kaum noch was übrig. Wird den Stalker auch noch beim wieder rausblinken. Klar, die ganze Produktion hier ist ohne Strom. Das muss man alles erst wieder rankriegen. Die dritte wurde abgerissen. Aber hier die Stalker treffen auch nochmal auf gegnerische Stock und Drogo wird langsam merken, wie viel mehr Shadow da eigentlich auf dem Feld hat. Er hat doppelt so großes Army Supply. Sind es bei 99 zu 42. Also da kam nochmal ein Warpin mit dazu. Noch mehr Stalker hier für Shadow. Er holt noch sein Schild-Upgrade, wenn mal da Strom wieder rankommt. Aktuell steht das Upgrade nämlich still. Jetzt die Forge hat wieder Power und kann das Upgrade fertigstellen. Das heißt, dann ist wieder ein Upgrade-Vorteil auch da. Wissen, hier geht es weiter voran. Stasis Squad lockt einige der Stalker weg. Aber Drogo hat einfach nicht so viel Masse. Wir sind bei 47 zu 12 Stalker. Er hat viermal so viele Stalker auf dem Feld. Die Parcellets ändern da auch wenig. Und Drogo hat eben auch mining-technisch einiges verloren. Und hat damit jetzt einfach nicht mehr genug, um das weiter fortfinden zu können. Shadow konnte sich dann doch durchsetzen. Gab eine Phase, das sah nicht so gut aus. Aber hat sich da wieder rausgearbeitet. Drogo hat am Ende noch die Basis hier unten gescoutet. Mit den DTs. Und der, die Cannon, die eingebaut sind, die kommt man nicht gut ran. Und damit weiß er auch, okay, der hat nochmal eine Basis mehr. Das heißt, economy-technisch sieht für den besser aus. Und da sah sich Drogo dann nicht mehr mit Chancen, das gewinnen zu können. Man sieht das auch, wie das Mining-Tennis dann zugunsten von Shadow sich gedreht hat. Das war eben die Phase, wo es für Shadow nicht so toll gelaufen ist. Dann hat aber Drogo mehr und mehr Army-Supply verheizt bei seinen Angriffen. War da dann hinten und konnte die großen Fights nicht gewinnen. Und damit ist es jetzt erstmal das 1-0 für Shadow. Aber schon mal krass, ja, wir landen auf 57 zu 57 toten Probes. Haben sich gleich viele Probes zerstört, gleich viel mit Nexus zerstört. Also trotz der, dem ganzen und her, ist oftmals hat sich das irgendwie auf einer ähnlichen Position eingependelt, aber ja, 7 Observer zu 2, also sehr viele Observer verloren hier für Drogo in der ersten Map. Wir man also weiter auf Gress waren, Map Nummer 2 ist auch eine Karte, die sich anbieten würde für 4-5 Basen, weil die beiden das nochmal so machen wollen. Haben hier ein relativ entspanntes Early Game, sehr viel expandiert, sehr viel die Economy aufgebaut. Mit dem Weg Stargate und dann Blinkstalker, was ja ein relativ üblicher Weg ist. Und wir haben jetzt wieder Probes unterwegs. Shadow fährt da auch die Seite entlang und Shadow wieder derjenige, der mit einem Proxy starten möchte. Proxy Target Free, aber Drogo zieht dieses Mal mit, hat auch Proxy-Pilot hier unterwegs. Ich meine, man kann auch noch eine Robo bauen aus der Position mit einem Warpist und dann ranfliegen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Erstmal muss man warten, dass das Cybernetics Core fertig wird. Dann kommt das Gebäude und tatsächlich, es kommt eine Robotics Facility. Möglichkeit mit einem Warpist da was zu tun. Währenddessen haben wir ein Gateway für Drogo, also das ist auch ein Proxy, aber kein Tech-Proxy, sondern er will einfach vorne reinwarpen können beim Gegner. Natürlich noch ein bisschen dauern und beide haben jetzt halt das Problem, man kann daran scouten, sieht, dass der Gegner noch keinen zweiten Pylon hat, aber dann müsste man die restliche Map absuchen zu finden, wo auch immer das rumsteht. Also mal sehen, wie sehr sich die ersten Stalker dann aufsplitten auf der Map und suchen. Und ihr seht, wir kriegen jetzt hier auch keine Adepts, weil eben kein Stargate auf dem Feld ist. Die Adepts sieht man meistens, wenn ein Stargate gebaut wird, weil das Stargate mehr Vespingas kostet. Und die Einheiten aus dem Stargate auch mehr Vespingas brauchen. So haben wir jetzt hier erstmal eine ganze Runde Stalker und es wird der erste Mortal produziert, der die Stalker dann kontern kann. Aber Drogo hat den richtigen Riecher, wie ihr seht, auch zickzack über die ganze Map und kommt dann an der Robo vorbei. Also er sieht das Proxy seines Gegners, die Frage ist, kann er was dagegen machen? Zweiter Stalker wird sich dann auch anschließen, währenddessen wird sein Gateway, nee, sein Gateway wird nicht gefunden, außer die Probe fährt es noch. Okay, der Stalker treibt die Probe zum Gateway. Der Stalker verrät gerade den ganzen Plan. Aber es läuft nicht so optimal dann für Drogo. Und hier ist ein Stalker, wird eben abgehört von den zwei Feindlichen, jetzt steht nur ein Mortal hier. Da kann man also nicht so viel machen. Das ist jetzt
eine spannende Lage, wie die beiden aufeinandertreffen. Beide haben Proxy, sind sich damit recht nahe auch und einer ist aber ein Immortal mit dabei. So, im direkten Fight ist halt Shadow deutlich krasser. Der Immortal knallt ordentlich, aber gibt es jetzt einen Warp, in der den Fight drehen kann, wenn das Gateway aufgeklappt ist? Der Pylon soll weggeschossen werden, der Stalker, der reingeworfen wird, wird auch erwischt und somit, ja, der Immortal regelt hier einfach ziemlich hart in diesem Fight. Zu Drogo und Problem hat jetzt mal die Schilde aktiviert von dem Immortal. Da kommt jetzt noch ein Celeb mit dazu, der hält ein bisschen mehr durch. Der wird eben nicht durch den Bonusschaden gekontert. Der Immortal macht der Bonusschaden auf gepanzerte Einheiten und damit auf den Stalkern. Der Celeb allerdings nicht, der Celeb ist Light Armored, bekommt da keinen Bonusschaden ab. Aber ja, mit dem Immortal regelt Shadow die Situation, ist im Supply jetzt vorne, hat das Warpress mit dabei, kann direkt nachsetzen. Die Frage ist, was macht Drogo aus der ganzen Geschichte? Der baut jetzt erstmal ein Stargate. Oder hat ein Stargate gerade fertiggestellt. Die Stalker wandern auch noch weiter. Klar, sein Gateway ist ohne Strom, das heißt, da passiert dann vorne auch nichts mehr. Er kann einen Counterattack machen. Beide sind auf einer einzigen Basis. Und mit dem Warpressen kann natürlich problemlos die in die Mainbase einbrechen. Eine Sentry kann das ein bisschen blocken mit dem Force. Wie gesagt, mit dem Warpressen einfach drüber ausladen. Das ist gar kein Thema. Man hat immer eine Schildbatterie defensiv, die hilft noch ein bisschen. Die Stalkers sind hier. Okay, die Stalkers sind einfach reingelaufen. Die Probe hat es nicht geschafft, hier irgendein Blockgebäude zu setzen. Das heißt, hier gibt es auch Ärger an der Economy. 4 Probes ist bisher down. Probes gehen in den Kampf. Das wird jetzt lustig. Da kommt der Phoenix mit dem Lift auf den Immortal. Der Immortal ist die Schlüsseleinheit, die Shadow da gerade besetzt. Der Immortal wird gerade runtergefokust. Zweiter Immortal kommt wieder zu. Erster fällt gleich Schipper. Die Overcharge ist aktiv. Probes fighten auf beiden Seiten. Da wurde rückwärts gekeitet mit bisschen Reinforcements. 6 zu 8 Probes down. Das Warprison wird vom Phoenix angeschossen. Phoenix hat keine Energie für einen weiteren Lift. Das dauert noch. Aber der Immortal ist da vorne ein bisschen alleine. Wird stark beschädigt. Warprison lädt jetzt ein. Das Warprison ist low. Muss also aufpassen. Der Immortal wird nochmal ausgeladen, weil das Warprison eben keine Überlebenschance hat. Das heißt, die Einheiten sind gestrandet. Die Probes waren richtig weit raus hier von Drogo. Aber bekommt das in den Griff. Verliert dabei nochmal eine Probe. So mit 7 zu 9 Probes gesnappt. 18 zu 18. Wieder mal. Die beiden landen irgendwie auf demselben Ergebnis. Nach dem ganzen Hin und Her. Aber jetzt hat Drogo ein bisschen mehr Supply. Hat vor allem wichtigerweise beide Mortals bekommen. Das Warprism auch. Also die Situation für Shadow ist nicht mehr ganz so günstig. Hat da keine weitere Power-Unit mit dabei. 7 Stalker zu 6. Aber da ist noch eine Sentry mit dabei für Drogo und eben der Phoenix. Und dann kann man hier die Robo offline setzen und den Robo selbst auch komplett rausnehmen. Die Frage, ob die Stalker da was machen können. Reinforcements kam ein bisschen was mit dazu. Also 8 zu 7 Stalker jetzt. Dann kann man noch das Gateway anschießen, wegschießen. Also beide verlieren ja Proxy, wie es aussieht. Ne, da sagt sich Drogo, ich will meins gerne noch irgendwie beschützen. Da ist sich nicht ganz einig, welche Richtung es gehen soll. Am Ende wird er einfach das Gebäude mitnehmen. Und ja, beides noch auf One-Base. Also es ist ein ganz anderes Match als Map Nummer 1. Ich glaube, da waren wir zu diesem Zeitpunkt schon fast auf 4 Basen für beide Spieler. Und hier sind wir immer noch auf einer einzigen. Shadow expandiert jetzt mal. Und Drogo bewegt sich auch raus, weil Endos immer auch nicht auf einer Basis bleiben. Aber viel passiert hier auf dieser einen Basenphase, die wir da hatten. Phoenix gibt noch Vision nach vorne. Nexus läuft. Und dann noch Pylon und Schildbatterie. Stalker sehr breit aufgestellt, dass der Gegner hier reinlaufen muss. Und dann von allen Seiten beschossen wird. Oracle als nächstes nachklicken. Das ist noch in der Mainbase unterwegs. Will noch ein paar Probes rausnehmen. Und hier ist keine Schildbatterie. Das heißt, die Probes in Gefahr. Am Ende werden sie weggezogen. Das Oracle versaut da ein bisschen mit dem Damage. Da wäre ein zweiter Kill drin gewesen. Somit landen wir auf 23 zu 23. Aber wenn die Probes hier halt alle wegfahren, derzeit passiert halt auch nichts mining-technisch. Das gibt einen, ja, einen kleinen Spike nach oben für Drogo, wo er halt Ressourcen sammelt und sein Gegner nicht. Also im Supply wird er weiter ein bisschen vorne bleiben. Er hat die spätere Expansion. Die vom Gegner wird deutlich früher fertig. Basis sollte halten. Es gibt kein Warp in Pylon vorne, kein Warp Prism. Da wurde es nochmal Adept reingelegt. Also der Adept hat nochmal nachgelegt. Mit dem Oracle zusammen auch. Okay, da springe ich gerade nochmal einen Satz zurück. Okay, es waren zwei Adepts, die da reingegangen sind. Das Oracle ist dann auch mit reingegangen. Es wurde einiges Investment hier reingepumpt, um die gegnerische Economy zu stellen. Aber es sind halt... Wir sind bei so wenig Probes, dass das wirklich wehtut. Das ist ein Fünftel der Economy, die da gerade zerstört wurden. Wurde 20% zerlegt. 25 zu 20 Probes insgesamt. Also 5 Probes mehr. Aber bei so wenigen Zahlen ist das halt schon ein massiver Vorteil, den Drogo da jetzt da genießt. Ein bisschen was wird Shadow aufholen durch die schnellere Expansion. Aber trotzdem Mining-Vorteil jetzt bei Drogo. Muss aber aufpassen auf sein Oracle. Hier kriegt ein Volley ab, kriegt nochmal einen Schuss ab. Oracle wird zerstört. Da ist es nur noch eins. Weil das ein Observer hat gesehen, dass die restliche Armee nach Hause läuft. Und somit jetzt erstmal verarzten. Die Economy auf einen Zustand ausbauen, der tatsächlich angemessen ist. Weil die beiden sind ja nun nicht bei einer... Sind bei einer guten One-Base-Economy immer noch. Nach 7 Minuten. Die zweite Basis kommt dann erst noch. Also wirklich Low-Eco-Game nach dem ganzen Gekämpfe. Wir haben jetzt 2300 zu 2700 Resources lost. Gesamtsupply 55 zu 57. Da sind sie wieder sehr nah beieinander. Beide mit dem gleichen Gedanken, nämlich ein Twilight Council und Blink. Aber da läuft man einmal in den Stasis Ward. Der Observer war ein bisschen zu weit hinten.
Jetzt ist eben der Versuch, das in die Falle zu kriegen. Nein, stattdessen wird das Oracle gesnappt. Da hat der Observer doch nochmal geholfen, die Vision zu geben. Somit hat sich das mit den Oracles jetzt erledigt. Es lebt noch der Phoenix. Wir lassen die Stalker. Die kommen dann aus der Stasis raus. Und die restlichen Stalker wollen das eben verteidigen. Blink spielt da noch keine Rolle. Die ganze Masse geht nach vorne. Vorsitz werden gesetzt. Aber es wird nicht so gut abgebürgt. Es wird ein bisschen was noch offen gelassen. Am Ende die Counter Force Field. Guardian Shield wird nicht gezündet. Das hätte vielleicht noch helfen können hier in dem Fight. Die Stalker werden hier einfach weggetradet. Force Fields laufen jetzt auch ab. Es ist keine Sentry mit dabei für Drogo. Und jetzt pusht Shadow doch weiter nach vorne, bis er dann auf die Schildbatterie hier trifft. Also das Hin und Her geht weiter. Das Supply kommt nicht über 50 groß hinaus gerade von den beiden. Aber wir kriegen, wir haben mehr Probes. 34 zu 37 schon tatsächlich hat Drogo hier überholt in den Probes. Nach seinem anfänglichen Rückstand. Dafür hat Drogo das deutlich schnellere Blink. Dauert nicht mehr lange, ist seins fertig und plus 1 hat er auch unterwegs. Hat er noch nicht so viele Einheiten, um die Upgrades tatsächlich nutzen zu können. Supply ist immer noch ziemlich niedrig. Wenn jemand sieht, das Mining-Geschichte, das Auf und Ab. Der Spike nach oben und dann hat sich das jetzt eben wieder eingependelt. Dann geht es aber auch in die dritte Basis. Der Drogo möchte jetzt sein Zeitfenster nutzen. Er hat Blink, sein Gegner nicht. Ist also deutlich agile mit den Einheiten. Kann das ausnutzen. Und wir sind bei gleich vielen Stalkern. Hier ist keine Schildbar. Die dritte Basis wird Probleme kriegen hier für Shadow. Die Stalker kuscheln sich da auch schon direkt ran, nehmen die erste Probe raus und wollen, okay, sie wollen einfach in die Mainbase springen. Denen ist das alles egal. Die feindlichen Stalker können nicht hinterher springen. Was man jetzt machen könnte, wäre ein Recall und damit erstmal noch der Pylon gesniped. Das heißt, Link wird eine weitere Zeit lang nicht dazukommen. Recall wurde jetzt im Fender, aber der, die Stalker sind einfach so viel agiler. Man sieht wirklich der Vorteil Blink. Man kann so viel mehr zwischen den Basen hinterher wandern. Alle paar Sekunden Blink verfügbar. Jetzt kann man wieder rüber zur dritten. Die dritte hat auch schon ein bisschen Schaden abbekommen. Die Stalker sind jetzt hier ein bisschen, ja, auf sich gestellt, bis die restlichen dazukommen. Also Blink hat hier schon einiges was für Pops gesniped. Der Nexus lebt aber noch. Weil er kaum nicht sicher, ob es gerade schon wieder Strom hat. Blink steht noch. Da ist noch kein Balken drunter. Das heißt, das war jetzt doch eine ganze ordentliche Zeit lang offen, bis der Pylon wieder da war. Und damit hat man noch ein paar Sekunden, wo man keinen Blink hat. Drogo währenddessen seine eigene dritte wird gleich fertig. Die dritte des Gegners konnte aber nicht aufhalten. So viele Probes hat er auch nicht mitgenommen. Hat den Phoenix dann noch für Heiken und Wischen. Okay, dann nutzt das einfach. Nochmal Sprung nach vorne drauf. Und man sieht immer noch, es ist Blink versus kein Blink. Aktuell spielt es jetzt keine Rolle, weil komplett Blink genutzt wurde, um auf den Heiken zu kommen. Drogo dachte sich, ich habe genügend Masse, um den Kampf hier gewinnen zu können. Aber da ist er. Ja, wobei, wie ein Forstungskampf hat er gesprungen. Und jetzt wird der Kampf doch wieder schwierig für Shadow. Und es ist knapp, es sind nicht viele Stalker. Die hier übrigens sind 8 zu 4, aber es ist doppelte Anzahl für Drogo. Fällt da nochmal ein. Schildbatterien sind hier keine mit dabei. Und die Stalker in Blau kriegen in 6 Sekunden Blink. Aber er ist, früher wäre es so viel schöner gewesen für Shadow hier. Und Drogo kann sich jetzt die Probe schnappen. Dann fällt doch den Pfeiler noch snipen. Die Probes gehen in den Kampf. Die Stalker-Anzahl 9 zu 4. Es ist so ein kleiner Fight hier zwischen den beiden. Es ist so wenig Masse vorhanden. Die einzelnen Stalker springen nach vorne. Die anderen können jetzt aber zurückspringen. Einzelne angeschlagene Stalker werden runtergefokust. Und Shadow verliert hier aber mehr und mehr. Fällt sie nach dem Boden unter den Füßen, dann sieht das Game für ihn nicht mehr so gut haltbar aus. Hat jetzt auch 10 Worker weniger und die dritte Basis. Ja, es wird nur der Pylon gesniped. Die Basis selber lebt, aber er hat trotzdem die Hälfte an Stalker. Vor allem, er hat kein Upgrade und auch keins unterwegs. Das heißt, Drogo wird von plus 1 auf plus 2 erhöhen. Baut auch weitere Gateways. Und Drogos dritte Basis läuft. Also, meine Intention ist jetzt deutlich besser aufgestellt und plant auch schon mit einer vierten Basis, wie man sehen kann. Und das ist Shadow und schickt jetzt gerade Probes rüber. Also die Spikes im Mining. Sieht grandios aus. Jetzt baut sich das ein bisschen mehr auf mit dem Probe-Vorteil. Aber der wird dann auch wieder zurückgebaut. Weil aktuell baut Drogo keine weiteren Probes mehr dazu. Bleibt auf seinen 55. Seine Upgrades waren auch noch down. Und jetzt versucht es wieder mit den Stalkern. Es geht wieder nach vorne. Sieht die Masse des Gegners. Wir werden links rückwärts verwendet, um die Einheiten am Leben zu halten. 14 zu 12 Stalker. Aber die einen haben plus 1 Attack. Also Drogo macht mit jedem Schuss mehr Damage. Als es die Stalker von Shadow machen. Jetzt ist der Nexus. Ne, es sind wieder die Probes dran. Und es werden nochmal 5 Probes rausgenommen. Probes ziehen auch wieder in den Kampf. Dann wird rückwärts gekitet, um die weiter rausnehmen zu können. Das heißt, die Economy weiterhin von Shadow schwächelt. Und sein Armsupply ist halt trotzdem nicht so grandios. Hat ja auch nach wie vor keine Schildbatterie, um sie da irgendwie besser zur Wehr setzen zu können. Die Drogo, sein Supply dominiert hier gerade mehr und mehr. Hat jetzt auch noch Observer mit dabei für die Vision. Nach vorne, die Stalker blinken wieder, was das Zeug hält. Aber die Masse spricht immer noch für Drogo, die Upgrades sprechen für Drogo, die Economy spricht für Drogo. Für Shadow und ihm gehen langsam die Möglichkeiten aus. Er kämpft wirklich mit allen Mitteln, die er hat. Jetzt kommt die nächste Reinforcement, der Stalker für Drogo auch wieder nach vorne geblinkt, wirft sich wirklich in den Kampf ohne Rücksicht auf Verluste. Verluste sind es nämlich auch für Drogo einige. Und er wird sogar nochmal zurückgepusht. Aber wir sind es bei 59 zu 40 Worker. Also 20 Probes mehr. Shadow uns 3 Basen, die Economy läuft gerade so. Wenn das ein Drogo hat, ist gleich eine vierte fertig. Man hat jetzt wieder doppelt so viele Stalker wie es dagegen. Jetzt kommt gleich das plus 2 Attack und Charge. Also für Shadow, er bleibt halt bei Shadow, ist Stillstand mehr oder weniger. Er hat es noch immer ein plus 1 irgendwie da reingebracht.
Also er wird zumindest ein Tech-Upgrade aufholen können. Problem ist, das ist jetzt wieder ein Zeitfenster, wo das Upgrade noch nicht hat. Und der Gegner plus 2. Also 2 Upgrades vorne für Drogo und mehr Stalker. Und pusht damit weiter hier hoch. Das plus 1 ist jetzt fertig. Also Stalker-Anzahl sieht wieder nicht gut aus. Drogo hat einfach so viel mehr Masse. Und Shadow, und da kommt dann sein GT. Hat wirklich lange noch drum gekämpft, da was retten zu können. Aber die zweite Map, die geht an Drogo. Der macht hier den Ausgleich. Und damit kriegen wir eine der Seiles-Map zwischen den beiden. Das ist eine ganz andere Dynamik hier auf Kreswan im Vergleich zu dem, was wir von der ersten Map bekommen haben, mit den einfach Basen ohne große Konfrontation. Hier gab es Konfrontation direkt und Drogo einfach, er hat aber lang gebraucht, muss ich sagen, trotz der ganzen Vorteile, es hat viel Arbeit benötigt, bis er dann am Ende sich hier durchsetzen konnte. Ordentlich viel an Mining-Vorteil und eben auch an Army-Vorteil, Upgrade-Vorteil, hat er wirklich vieles, was er stapeln musste. Die Shadow Defense hat trotzdem noch überraschend lange gehalten. Mal sehen, wer das Ding jetzt nach Hause holt. Als Seiles-Map haben wir Neo Humanity und da gibt es die Gateways. Die ersten zumindest in der eigenen Basis, aber Proxy Gates ganz am Anfang kriegt man im PvP jetzt auch eher weniger. Wir sind die nähere Umgebung noch kurz durchgescoutet und dann haben wir den Doppel-Gateway-Opener und die Probes unterwegs. Also es könnten durchaus wieder Proxys werden für beide Spieler. Die Probes, die fahren gerade raus und hier auf New Humanity hat man so ein paar Ecken, wo man durchaus ein paar Gebäude reinstellen kann. Wie man sieht, Drogo fährt einmal komplett durch die Mitte, Shadow fährt eher seitlich. Und Shadow macht das 3 von 3, was Proxy betrifft. Jetzt in den ersten beiden Maps ja auch eins gespielt. Aktuell die Probe chillt da einen Augenblick, bis sie sich in Bewegung setzt. Und die Probe scoutet jetzt hier mal rein. Wir kriegen da aber einmal den nächsten Pylon. Unten in der Ecke der Main Base. Das heißt, es wird kein direktes Proxy geben. Weil eben die zusätzlichen Pylons in der eigenen Base kommen für beide Spieler. Auch Drogo hat den zweiten Pylon hier. Also erstmal kein Proxy unterwegs. Shadow könnte noch eins nachlegen, wenn er wollte. Seine Probe ist immer noch auf Abwägen, fährt sonst wo in der Gegend rum. Dann ist die Probe, scoutet einmal, sieht den zweiten Pylon. Und wir kriegen jetzt erstmal Stalker-Produktion und auf der anderen Seite ist es Stalker plus Sentry. Und dann Vorbereitung für eine zweite Basis. Nein, ohne Proxy hier in der Deciders-Map. Stattdessen werden dann erstmal Expansions hier folgen. Die Probe kann versuchen, das zu blocken, aber sobald die Stalker da sind, hat sich das Thema dann auch erledigt. Gleiches gilt für die Probe hier. Sobald der Stalker da ist, wird es problematisch. Dann aber eine Sentry und die frühe Sentry. Damit kann man mit einer Hallucination scouten. Okay, da wurde noch ein Pylon-Block angesetzt. Die Stalker schießen da tatsächlich noch nicht drauf. Sehr hofft, dass die nochmal wiederkommt. Aber ne, da wird gecancelt und dann kann man da dann auch einen Nexus setzen. Also Drogos Nexus ist früher. Tech-mäßig gibt es dann doch mal was, nämlich ein Stargate für Shadow. Die Stalker halten hier einfach Wache. Wir warten dann auf das Eintreffen der ersten Lufteinheiten. Wäre das noch eine Sentry für Drogo? Also sehr viel Vespingas wird darin. Das ist seine dritte Sentry tatsächlich schon. Kann damit natürlich sehr, sehr fleißig scouten. Hat ständig eine Hallucination verfügbar. Und geht selber dann aber in ein Twilight Council. Also da geht es techmäßig in unterschiedliche Richtungen. Der Phoenix wird gesehen, wird kurz angeschossen. Versucht den Stalkern auszuweichen, um trotzdem scouten zu können. Sieht die Natural und wird natürlich auch gerne noch in den Mainbase den Tech sehen. Und den sieht er auch. Sieht das Stargate, sieht das Oracle. Also man weiß, worauf man sich einstellen muss. Hallucination hat erfolgreich gescoutet. Aber Drogo muss jetzt halt gucken, dass er das alles verteidigt bekommt. Das Problem der Sentry ist natürlich, DPS ist nicht sonderlich spektakulär. Das heißt, das Oracle wird ein bisschen gekitzelt, aber bleibt recht lange am Leben. Steuert dann erstmal die Mainbase an. Da kommt eine Schildbatterie, die ist noch nicht ganz fertiggestellt. Ne, geht halt das nicht. Er wird direkt verpasst, geht an der Network, legt das Oracle tatsächlich los, wo keine Schildbatterie ist. Hat da schon die ersten beiden Probes gerade erwischt. Und wird jetzt aber von Hallucination verfolgt. Twilight Council kommt dann auch für Shadow. Indessen für Drogo ist Blink unterwegs. Und seine Truppen wandern da auch gerade ein bisschen raus. Die Stalker gehen nach vorne, treffen da auf die beiden Adepts auch noch. Zweites Oracle ist mit dabei. Forcefield blockt richtig gut. Voller Forcefield wäre, glaube ich, gar nicht nötig gewesen, aber es reicht nicht ganz an der DPS tatsächlich, um den Adept zu killen. Das heißt, die Probes müssen kurz kämpfen. Schildbatterie hilft. Der Adept hat nicht genügend DPS, um durch die Schildbatterie durchzukommen. Oracles versuchen jetzt auch mit anzufliegen. Die Stalker sind jetzt aber wieder zurück. Und die Probes werden weiteres Mal angegriffen. Bisher eine gefallen. Der Mainbase geht weiter. Warpen noch an Stalker und die Oracles lasern da weiter drauf und durch. 5 Kills, 6 Kills auf die Probes. Oracles leben noch, haben nur ein bisschen Schilde verloren. Da wird man 2 Adepts verloren. Aber wir sind jetzt bei 37 zu 32 Probes auf dem Feld. Schaut uns also mit jetzt dem Mining-Vorteil dank dem Einsatz der Oracles. Den wird jetzt erstmal wieder Energie gesammelt, dann kommt der Weg Richtung dritte Basis. Blink wird gleich fertig. Das macht den Oracle das Leben deutlich schwieriger. Mit Blink, wenn er plötzlich einen Sprung an Stalker rüberkommt. Das kann dann ganz schnell den Kopf kosten. Dritte Basis
für beide Spieler, also normale Nation, die da durchscoutet. Wir gehen da auf die Blinkstalk-Armee ein weiteres Mal für beide Spieler. Und hier Oracles nochmal im Einsatz und nochmal Kills passiert. Sammelt, da wird es auch Blink gezeigt und das reicht, um das erste Oracle zu zerstören. Hat aber nochmal 4 Probes dafür geopfert. Somit landen wir bei 44 zu 38. 6 Probes Unterschied. Also es ist ein gewisser Mining-Vorteil dafür, Shadow. Dafür aber auch hier und da mehr Einheiten verloren. Insgesamt Resources Lost 600 zu 500. Also da ist es noch recht knapp. Man sieht eben 12 Probes tatsächlich jetzt schon gesamt für ein Oracle und 2 Adepts, die gesniped wurden. Sagt der Oracle, es ist nicht auf Full Position. Es wird da gerade ein bisschen näher rangescheucht. Jetzt hat er es auf Full Position gestellt. So ein bisschen drauf aufpassen. Nicht, dass die Hallucination die Einheit irgendwie in die Stalker treibt. Passiert in dem Fall aber nicht. Dritte Basis online und Stalker in Bewegung. Beide haben Blink. Droh geht auf plus 1 Attack. Verschattung wird die Forge gleich fertig für sein plus 1. Und dann gehen auch beide in eine Robo. Hallucination sieht gerade, dass die Stalker einem entgegenkommen. Es sind immer noch die Sentries mit auf dem Feld. 3 Stück. Stalkeranzahl ist fast gleich. Das Oracle ist natürlich noch ein Thema, das sich bewegen kann, sobald die Stalker hier einen Kampf suchen. Aber aktuell Shadow checkt nur die Lage, greift hier nicht an. Und dann wird weiter hochgemackert. Mein vierte Basis könnte auch bald folgen. Dann kommen wir mehr in den Zustand wie Map Nummer 1. Worker-Nachteil wurde noch nicht kompensiert, also da ist es weiterhin der Fall. Oracle hat sich... Wurde es rausgerecallt? Weil es wurde rausgerecallt tatsächlich. Ich dachte gerade, es fehlt auf der Minimap. Aber es lebt noch. Und ja, es kam komplett nach Hause zurück. Und dann kriegen wir Darkschwein als nächsten Schritt. Und eben auch vierte Basis. Also es wird ein weiteres Mal hochgemakrot. Ich möchte es nicht zu überstürzen. Der Darkschwein kommt erstmal nur für Shadow. Und bei Drogo lässt das noch ein bisschen auf sich warten. Hat aber die Hallucinations, um ständig scouten zu können. Und in dem Fall werden die direkt abgefangen. Eine zweite Forge für Drogo mit dazu. Vierte Basis startet dann auch für Shadow. Worker-technisch jetzt 65-64, also jetzt sind wir wieder ausgeglichen. Es gab eine Phase, wo Shadow mehr Mining hatte. Das hat es jetzt aber wieder eingependelt. Mal sehen, wann wir da eine fünfte kriegen. Ja, dann wird die Map dann aber auch schon kompliziert. Also die Basis hier vorne noch, das kann man noch gut ins Gebiet integrieren. Die Basen sind dann schon ein ganzes Stück weiter weg und schwieriger zu halten. Theoretisch noch die außerhalb der Natural. Die kann man noch ein bisschen besser integrieren, wenn man sich durch die Mineralien durchsammelt. Also 4 Basen ist noch voll in Ordnung, die 5. kommt auf die Position drauf an, aber Basis 6 und 7 werden dann zur Herausforderung, wenn wir dann noch so weit gehen. Kriegen jetzt Doppel-Upgrades für Drogo, 2-1 kommt bei ihm, plus 2 Attack kommt bei Shadow, sein DT Blink ist auch schon unterwegs, der Observer wird kurz gejagt, wird aber nicht gesniped. Und Robotic Spy bei Drogo mit einer weiteren Robo, also das werden wahrscheinlich Disruptor, um seine Stalker zu unterstützen. Mining Tennis, Shadow hat nochmal Props nachgelegt, deutlich mehr als sein Gegner, ist wieder ein paar vorne. Also der Mining-Vorteil hält sich, aber er ist nicht riesig. Plus minus 600 ist jetzt nicht die Welt. Klar, wir sind in einem Mirror-Game, da wirkt sich das schon ein bisschen aus. Man sieht so im Gesamtsupply 133 zu 117. Aber gerade wenn der Disruptor mit dazukommt, eine gute Kugel kann da alles drehen. Und da kommen mehr Disruptor. Die Frage ist, ob Shadow dann auch auf seine Disruptor geht, ob er das wirklich versucht, ohne zu spielen. Bei ihm kommt erstmal noch Charge und eben die DTs mit Blink sind ein Thema. Der Observer fliegt in die Cannons. Die machen da kurz einen Prozess. Aber beide halten sich hier wieder zurück und es wird halt hier und da gescoutet. Wo er immer noch seine Sentries dafür nutzen kann. Shadow hat eine einzige Sentry, also die Frequenz an Hallucinations ist für Drogo deutlich höher. Wir haben jetzt fast 80 Probes auf dem Feld und es kommen 2 Stargates mit dazu. Also auch hier, der Tech wird weiter aufgefüllt. 2 Robos stehen schon, dann noch 2 Stargates mit oben drauf. Das ist ein Observer, hier wird kurz gesehen, kann man den snipen, bis noch ein Blink da ist, die Reichweite noch da. Observer, oh, er überlebt den letzten Schuss. Weil er wieder getarnt war. Ja, das sind die Stalker hier. Nehmen den Stalker des Gegners mit. Da war der Selnagatau kurz im Besitz. Und damit pusht man in Richtung vierte Basis von Drogo. Ja, dessen baut Drogo eben mehr Disruptor. Und da kommt ein Fleetbeacon mit oben drauf. Also er macht die Vorbereitung wie für Late-Game-Tech. Und das in 10 Minuten. Jetzt ist Wort inzwischen auch abgelaufen. 86 zu 77 Workers und Shadow und weiterhin hält sich mit der besseren Economy hier, macht techmäßig aber weniger Investments. Bei ihm schießt das Army Supply dafür mehr nach oben. Ich meine, ein Warp noch und er ist mehr oder weniger Max, braucht aber erstmal noch die Pylons dafür. Doppelfleet Beacon? Da ist auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen bei Drogo. Das Ding ist teuer, also das zweimal zu bauen ist jetzt nicht so geil. Da geht schon ein gutes Stück an Geld verloren. Gucken, ob es vielleicht noch realisiert, dass er da zweimal Fleet Beacon unterwegs hat. Ich war da recht relativ zeitnah fertig. Also recht knapp zueinander. Ist kein großer Abstand zwischen den beiden. Und hier erste Kugel, erste Stalker gesprengt, die da an der Seite komplett falsch gelaufen sind im Vergleich zum Rest.
Nefertigens wurden... Na okay, wo hat die noch gecancelt tatsächlich? Er hat den zweiten noch abgebrochen. Und dann geht es hier direkt, oder soll es direkt in Carrier gehen. Aber es fehlt das Supply für Drogo. Er ist bei 164 gerade Supply blockt. Und die Carrier, das heißt die Krone Boost gerade auch komplett in den Sand gesetzt. Sondern kein Supply verfügbar ist. Die Tees, die wollen hier hochblinken und die schaffen das auch. Observer hat da Vision mitgegeben und jetzt ist man hinten drin in der Netzschwab. Die Kenner hat das bereits gesehen. Observer wird gesniped. Recall auf die DTs und damit die Aktion macht erstmal nichts. Zweite Aktion, vorne die Basis erstmal räumen. Jetzt werden drei Carrier gebaut und auf der anderen Seite kommt plus 1 Fly Weapons und Fleetwing. Okay, wir kriegen einfach Late Game PvP jetzt noch von den beiden. Fünfte Basis gibt es inzwischen für Shadow, das ist die eben hier vorne, die man wie gesagt etwas leicht integrieren kann mit dem Bonus des Pingas auch. Er ist im Supply quasi maxed, er fehlt noch 5 Supply, aber auch Drogo ist jetzt dran mit den Carrion, die füllen das recht schnell. Die Infrastruktur wird da aufgebaut, Upgrade-Situation ist 2-1 zu plus 2. Beide gehen auf plus 1 Air Weapons. McKennens noch mit dazu, Geld sammelt sich jetzt ein bisschen. Und ja, kritischer Fight, aber eines hat halt Disruptor, der andere nicht. Also der Fight ist für Shadow gar nicht mal so einfach. Aber es sind wirklich 4, Disruptor 8 Stück. Er hat jetzt die ersten beiden bei sich, aber die ist noch nicht vorne an der Front mit angekommen. Worker Danish ist Shadow nach wie vor vorne. Er sammelt in der Zeit mehr Geld als sein Gegner. Hat mehr Mineral und mehr Vespingas einkommen. Ich sehe da fast 400 pro Minute und beim Vespingas 300 pro Minute. Das sammelt da rund um mehr. Das ist Drogo, Urwart und Vespingas. Ah, ne, es gibt das Zusatz. Das ist der ausschlaggebende Faktor. Das Zusatz Vespingas kommt mit dazu. Hier ein Stalker springt nach vorne. Aktiviert den Stasis Ward. Die Disruptors sind ein bisschen markiert, aber trotzdem. Die Disruptors sind in der Masse eine große Gefahr. Und die Stalker, okay, gehen aggressiv nach vorne. Nehmen das Oracle raus und dann hinten hat er sich gerade einen eigenen Disruptor geschossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und siehst du, okay, die Truppe von Shadow wandert weit. Will die auf die Netzspiel gehen? Die beiden sind sie immer noch sehr, sehr nahe. Man hat die Vision mit dem DT gerade. Da ist auch der Gegner markiert. Der Disruptor hingegen fährt in seinen Tod. Die ersten Carriers sind jetzt mit dabei. Und da geht es jetzt mit massenhaft Disruptor-Kugeln nach vorne. Der Gegner wird gesprengt. Die Carriers mussten da auch beschützt werden. Die DTs sind aber mit drin. Das sorgt für Probleme bei Drogo. Da kommt Reinforcement Supply mit dazu. Die Tees haben sie dann zurückgezogen. Airweapons 1 ist jetzt fertig bei Shadow allerdings. Der baut gerade Tempest und 4 weitere Stargates. Man sieht die Einheiten, die nicht zurückblinken können. Denen geht es deutlich schwieriger. Die werden Stück für Stück zerstört. Die Carrier DPS ist jetzt halt mit dabei und es ist noch so viel Disruptor mit dem. Der feindliche Disruptor wird gesniped. Das heißt, Shadow hat jetzt hier einen schweren Fight vor sich. Er hat nur noch Stalker gegen eine Truppe, die wirklich bunt gemischt ist und damit auch sehr viel Damage bereit hat. Die Disruptor würden gerne näher kommen, um ein paar Kugeln abzusetzen. Die Carrier ballern damit den Disruptoren drauf und für Shadow geht es gerade einfach nur rückwärts. Hat den ersten Tempest jetzt weiter gebaut. 4 weitere, die können helfen, die Situation gegen die Carrier zu drehen. Trotzdem muss er ein bisschen Sorge haben vor den ganzen Disruptern. Das sind immer noch 6 Stück auf dem Feld. Der selber hat einen einzigen Schild bei der Overcharge bereits gezündet. Tempest wird direkt weggesniped. Drogo mit einem richtig aggressiven Push hier rein. Da kommt die Kugel mit dazu. Blink reicht für einen Teil, aber nicht für den anderen. Ein paar weitere Stalker werden gesprengt. Die Disruptor hier. Oh, wagen sie zu. Oh, okay, das ist ein richtig guter Counter-Hit. Richtig viele Disruptor gerade zerstört mit einer einzigen Kugel, die man selber hat. Der hat nur noch 2 übrig. So schnell geht der Vorteil dahin. Teure Fight dann mal in relativ kurzer Zeit. Viele Ressourcen zerstört und Drogo sammelt sich erstmal nochmal. Baut mehr Carrier. Der 6 Stück davon geht hoch auf 9, geht auf 3 weitere Stargates. Ein großes Upgrade-Paket auch. Und seine 5. kommt jetzt mit dazu. Das ist ein Shadow und wandert hier wieder raus. Disruptor schirmen da ein bisschen ab. Aber beide haben viel Stargate-Infrastruktur jetzt. Wir haben 6 Stargates bei Shadow und bei Drogo sind es gleich auch 6 Stück mit den 3 zusätzlichen da kommen. Macht einmal hier die Felsen auf, die sind dann auf beiden Seiten weg. Man kann theoretisch noch die Kühltürme umstürzen lassen. Die fallen aber dann in die... Die fallen, glaube ich, in die Mitte und zur Seite. Oder auf die Seiten, glaube ich. Quasi die fallen zur Seite und die fallen in die Mitte. So man die den Weg mal ein bisschen zu, wenn man das umstürzen lässt. Und die Truppe pusht mal kurz ran. Der Carrier kriegt eine ordentliche Breitseite ab. Nochmal eine Breitseite, ein Carrier weniger. Das hat die Kugeln, kommen da nicht rechtzeitig. DPS wird krasser und krasser. Observer Speed dann noch für Shadow. Beide gehen auf plus 2 Air Weapons. Schild Upgrade 1 kommt da noch mit dazu. Drogo upgradet auch den Rest. Checkt mal kurz mit den Stalkern die Basis hier. Da ist noch keine Stattdessen. Shadow expandiert hier in den Süden. Das wurde aber auch gesehen über den Zelnaga Tower. Der Stalker weiß, dass das hier alles entsteht und versucht da schon vorbeizuschauen, bevor da Cannons fertig sind. Da kann man vielleicht noch mal Probes snipen. Stalker braucht da 3 Shots, um eine Probe zu erledigen. Wenn er da rankommt, da kommt noch mehr. Okay, das könnte für die Basis problematisch werden. Da kommt viel an Zealot Stalker. Die Frage ist, kommt der Trupp dann auch lebend hier raus? Aktuell die Stalker blinken kurz drüber. Man kann Recall theoretisch noch verwenden, aber erstmal die ganzen Gebäude abgeräumt, die fertigsten Schildbatterien-Cannons. Und dann... Ja, die Truppe traut sich nicht ganz hoch. Okay, das Subtrack gehen da ein bisschen voraus. Es werden 7 Probes mitgenommen. Die Tempest kommen jetzt auch rüber. Also die gesamte Armee reagiert aber nochmal. Das Subtrack gesniped. Am Ende die Truppe von Drogo wird Stück für Stück kaputt gejagt. Aber sie hat einiges mitgenommen. Viele Defense hier, viele Gebäude, 10 Probes mitgenommen und noch ein paar Einheiten erwischt. Währenddessen hat Shadow nochmal einen Carrier weggesniped mit den Tempest irgendwo. Das war wahrscheinlich hier drüben dann gerade noch. Als die, ja, die Carrier waren markiert. Aber es sind trotzdem 7 Carrier auf dem Feld. Und es werden auch Tempest gebaut bei Drogo. Also Tempest-Kriege gehen jetzt los. Da wird nochmal markiert. Und da werden jetzt Stalker zerstört, um Supply frei zu machen für bessere Einheiten.
kommt nochmal ein neuer Nexus. Also die nächste Basis auch für Drogo. Und damit wird es basentechnisch auch schon knapp. Jeder hat noch zwei Basen, die man schnappen können. Da sieht man auch die Static Defense hier auf 8 Cannons, 2 Schildbatterien. Hängt das alles? Ne, es kommen auch noch Pylons zusätzlich mit dazu. Ist noch wichtig, wenn das alles an einem Pylon hängt, wäre das ein bisschen kritisch. Aber trotzdem, es ist sehr viel Investment in Static Defense, kostet auch sehr viel Mineralien. Geld des Kalle und Arbeite haben eine Bank, die sich sammelt. Shadow hat die größere Bank und Drogo greift gerne auf. Hier sind richtig viele Cannons im Einsatz. Deshalb gehen da rein, nehmen den Pylon fast raus. Die Cannons werden abgeräumt, die Desertoren tanken da den Schaden weg. Währenddessen gibt es einen Counterattack mit richtig vielen Stalkern hier an der vierten Basis. Selbst Charge ran, Overcharge wurde gezündet. Hier wird die komplette Basis abgeräumt. Shadow fühlt sich hier nicht stark genug, um da drauf eine Antwort zu haben. Gibt die Basis aber auf. Währenddessen, was kann hier tun? Da schießt jetzt die Tempest von Drogo gerade mit rein. Die werden aber selber gerade jetzt gejagt. Stalker blinkt nach vorne, die Cannons helfen mit aus. Die Armee von Drogo kommt jetzt zurück. Ein Teil bleibt hier und wird dabei abgeräumt. Wenn das sind die Stalker, wie kommen die hier leben raus? Weil die wollen, glaube ich, einfach noch mitnehmen, was geht. Der nächste Tempest ist low, wird da wieder hochgehalten von der Schildbatterie. Die Stalker versuchen da weiterzulaufen. Da gab es zwischendrin auch noch eine Lagpause, glaube ich. Und hier die Stalker immer noch auf der Flucht. Mit Blink können sie ja nochmal Distanz gewinnen. Drei Observer jagen da hinterher. Es sind noch wieder einige des Observer mit im Einsatz. Beide bauen massenhaft Tempest. Das bauen nur Tempest gerade. Ja, man sieht, der Fight gesamt. Shadow hat mehr Ressourcen zerstört. Dann Carrier zwei Tempest erwischt, hat selber den Probes und. Aber er hat selber eine Basis verloren. Die Basis von Gegner lebt noch. Die Betonung liegt auf noch, weil die Basis wird gerade von den Tempest belagert. Wir sind bei 9 zu 9 Tempest. Wieder auf dem Felsen. Stalker blinken jetzt hier mit ran, um die Tempest anzugreifen. Der Raptor sprengt da ein Stück davon weg. Observer sind markiert. Die Army von Drogo versucht, den Gegner zu jagen. Wieder eine Disruptor-Kugel, wird aber gut gedodged. Da die Tempest versucht jetzt zu Wehr zu setzen mit Reinforcements. Der Nexus wird gerade neu aufgebaut, das funktioniert aber nicht lange. Der wird sofort wieder zerstört. Die Stalker kommen jetzt von der anderen Seite wieder mit zurück. Die eben vorher noch geflohen sind. Die Tempest kiten hier weiter nach hinten. Aber Drogo bleibt weiter am Drücker, pusht hier weiterhin. Shadow braucht da einfach mehr, um sich durchsetzen zu können. Er kriegt das mal ein, der Carrier gerade gesniped, denn die nächsten Carrier werden low, werden zerstört. Die Tees sind unten drin auf Säbeln, die Disruptor von Drogo. Und Drogo hat keine Ground Army mehr. Er hat nur noch eine Air Army und trifft jetzt auf den ganzen Schwung an Stalker. Die Stalker blinken jetzt nach vorne. Nochmal ein Carrier fällt, nochmal ein Carrier fällt. Keine Carrier mehr. Da ist es einfach Tempest plus Stalker. Kriegen sich hier 8 Tempest zu 5. 5 Stalker zu 9, das wird einfach alles Geld hier reingepumpt. Supply droppt auf beiden Seiten richtig massiv. Am Ende die Tempest von Shadow sterben zuerst dafür, aber Drogo flitt den Fight mit den Stalkern und hat da nichts mehr. Rückt, überquert die letzten paar Tempest, die er da noch hat. Er ist jetzt 30 Supply hinten. Economy jetzt auch ein bisschen angeschlagen. 69 zu 65 Probes, meine ich denn nicht, es ist tatsächlich fast ausgeglichen. Nicht mehr die krassesten Economies und jetzt der Versuch, das defensiv zu managen. Da kommt einmal ein Blink, das Disruptor wird gedodged, das Disruptor wird gesniped. Overcharge hat geholfen. Schildbatterien ein weiteres Mal. Und jetzt kommt noch die Tonic Destabilizers für Shadow. Also er macht dann mehr Damage gegen die Gebäude da unten, gegen die Cannons, gegen die Schildbatterien, gegen Pylons. Das hilft. Währenddessen baut Drogo seine Carrier wieder auf, versucht zumindest. Kommen einfach nur Tempest von Shadow. Hat der, glaube ich, nicht einen Carrier gebaut? Er hat wirklich nur Tempest. Der hat 6 Stück noch auf dem Feld und 14 bereits verloren. Also hat 20 Tempest gebaut und er baut nochmal 5 oben drauf. 25 Tempest, die da durch seine Produktion ging. Der Nexus ist immer noch massiv abgebunkert. Da wird ein Stalker wenig machen können. Die T-Wander da raus, checkt nochmal die Lage vorhin. Wo hat der Gegner Basen? Weil beide haben jetzt nicht weiter expandiert. Stattdessen schnappt sich die Basis jetzt erstmal wieder. Ist noch 400 Vespingas drin. Klar, wir sind bei 18 Minuten. Das heißt, Main und Natural haben es sowieso schon. Aber wobei, Main Base hat da sogar noch Mineralien, weil sie relativ frühzeitig evakuiert wurde. Natural wird als nächstes zur Neige gehen. Das dauert nicht mehr lange. Das sind letzten paar Mineralienfelder noch. Ein Vespingas halt auch nicht mehr allzu lange. Und dann werden neue Basen durchaus wieder lukrativ. 71 zu 65 Worker. Die Stalker pushen hier wieder ran. Versuchen hier Blink nutzen zu können. Treffen dann hier auf Tempest, Stalker und Disruptor. Und ein paar Probes rausgenommen. Aber die Situation ist wahrscheinlich noch besser. Man sieht auch mit seinem Geld, das er noch hatte. Er hat sich viel, viel schneller auf den Nexus hochgepusht. 198 jetzt zu 165 Supply. 12 Tempest auf dem Feld zu 4. Die Carrier haben halt Probleme gegen die Tempest. Es ist nicht so, ob Carrier die Lösung hier sind für Drogo. Hat jetzt wieder einige davon aufgebaut. 5 Stück und baut nochmal 4 mit dazu. Beide gehen auf plus 3 Attack auch für Air Weapons. Dann hat sich die Basis. Und Shadow hat die Basis hier zusätzlich. Also Shadows Economy hat halt auch eine Basis mehr zur Verfügung. Das ist eine Basis, die Drogo bisher überhaupt nicht hatte. Da ist bisher Stillstand bei ihm. Und seine fünfte wird jetzt gerade angegriffen hier vorne. Und man sieht die Tempel ist mit den orangenen Kugeln. Das ist gegen die Gebäude da unten. Das macht mehr Damage. Und der räumt mal die erste Static Defense schon mal weg. Carrier gehen nach vorne. Aber Carrier müssen halt nie aufpassen. Viele Tempels. Die Carrier werden sehr, sehr einfach hier gewonshottet. Durch den ganzen Masseneinheiten. Der Observer, den erwischt noch. Das Zeug wurde markiert. Da ist nämlich ein Oracle mit drin, das ständig die Einheiten markiert, dass man die Tempest auch ausnutzen kann mit ihrer Reichweite. Das ist eben die Frage. Drogo, er bleibt weiter dabei, baut mehr Carrier, baut nochmal Tempest. Plus 3 Attack dauert noch ein bisschen für beide Spieler, aber nähert sich der Fertigstellung. Und Shadow wandert da weiter nach vorne für die nächste Basis. Also er expandiert einfach weiter. Für Drogo ist da deutlich mehr, ja, deutlich weniger Tempo, muss man sagen. Die Subtier spielen erstmal keine Rolle. Man sieht ja Volley der Tempest, one-shotet den Carrier.
Carrier ist mega teuer, braucht mega lange zu bauen. Das kann sich Drogo jetzt nicht so unbedingt leisten. Es sind 14 Tempest gegen ihn. Hat selber 6 Carrier, 4 Tempest. Und ja, weiterhin markierte Einheiten. Das sind leichtes Photostock, gehen jetzt nach vorne. Aber die Tempest kiten rückwärts. Und mit jedem Kiten, wie man sieht, legen sie einen Carrier auseinander. Die Disruptor waren auch getroffen. Drogos Armee wird hier massiv ausgedünnt. Man sieht, Shadow ist immer noch Max und Shadow sammelt gerade auch schon eine Bank und hat eine weitere Basis unterwegs. Also je länger das gerade geht, umso schwieriger wird das hier für Drogo. Momentan scheint seine Strategie dann nicht aufzugehen. Jetzt haben beide plus 3 Attack. Jetzt knallen die Tempest nochmal ein bisschen mehr. Auch die Carrier machen nochmal mehr Damage. Stalker Blink wieder ran, nehmen nochmal Tempest hier raus. Von den Carrier ist fast nichts mehr übrig. Da kommen weitere Tempest wieder zu. Die Armee von Shadow weicht trotzdem zurück. Erstmals keine rückwärts. Das Abda nimmt nochmal einen feindlichen raus. Wenn ihr das Oracle habt, jetzt hier auch zerstört. Also Drogo konnte sich hier halten. 150, 176 Supply. Aber ist im Geldtennisch halt deutlich mehr limitiert. Und der DT säbelt jetzt noch hier in die Probes mit rein. Und da die Economy nochmal weiter ein bisschen schwächen. 58 zu 71. Je nachdem, wie viele Probes hier noch ranfahren. Und die Armee wandert sofort hinterher. Die Tempest wieder am Pushen. Schießen aber auch ein bisschen auf die Gebäude an der Seite. Weil der Tempest fällt. Weil die Disruptor werden rausgenommen. Stalker blinken wieder ran. Also sind wenig Stalker einfach auch für Drogo. Das heißt, die Stalker haben gar nicht so den Effekt. 10 zu 10 Tempest. Also eine Tempest ist es jetzt gleich. Aber der Rest der Fischer noch mit dabei ist deutlich größer. Damit kann er eine wichtige Mining Base ausschalten. Das Pingas ist schon leer, aber Mineralien gibt es da trotzdem noch. Und Drogo hat generell Geldmangel. Das ist ein Shadow, ist hauptsächlich Vespingas-Mangel angesagt. Im Tempest-Fight geht jetzt los. Die Stalker sind am Fighten. Die Saftekugel. Oh, da wird nochmal gedodged mit dem Blink zur Seite. Die Tempest werden weniger. 9 zu 7. Drogo im Rückwärtsgang hat da irgendwo eine Schildbatterie mit dabei, die nochmal helfen kann für den Fight. Beide Seiten zu stören ist wieder mega Fehler. Drogo droppt gleich unter 100 Supply, wenn das hier so weitergeht. Dann kann sie den Fight kaum leisten. Er ist jetzt unter 93 zu 167. Da hat Shadow einfach zu viel und auch eine zu stabile Economy dahinter. Drogo kann das nicht mehr gewinnen. Wirft das GG. Shadow gewinnt das damit mit einem 2 zu 1. Sehr umfangreiches PvP tatsächlich. Ja, die neue Basis nochmal zusätzlich. Also Shadow ging es halt geldtechnisch jetzt besser und besser. Für Drogo ging jetzt das Zeug leer. Die wichtigste oder die neueste Basis hier verloren. Und damit sein Income, ja, man sieht das deutlich, wie das dann gekippt ist mit dem Kill auf die Basis. Konnte nicht generell sich das mehr und mehr zugunsten von Shadow entwickelt, weil Drogo konnte keine neue Basis etablieren. Hat auch nicht kaum die Mineralien dafür, um einen Nexus zu bauen. Und die Carrier waren hier wirklich nicht so wirklich die Waffe. Ja, die Carrier hatten jetzt keinen so einschlagen. Es gab ein paar Phasen, waren die Carrier noch ganz gut, wo es eben hier sich durchgepflügt haben durch die Basis einmal. Aber wir haben uns jetzt halt 18 Carrier gekostet. Und wie gesagt, die Dinger sind wahnsinnig teuer. Gesamt ist es ein 46 zu 40.000 Resources Lost. Mit den 29 Tempest verloren, 8 noch auf dem Feld. Richtig viele Tempest, die dann schnell mit dazu kamen. Und zwischendrin eben auch Disruptor und Stalker in gewisser Masse. 37 Probes zu 17 gesniped und eben zweimal einen Nexus verloren. Aber halt viel. Der Armee-Fight lief besser für Shadow und hatte das mit den Tempest. Ging einfach direkt auf die Tempest und die waren da die bessere Option. In Kombination mit den Oracles. Das hatte Drogo nämlich auch nicht. Er hatte nie ein Oracle mit dabei, um seinen Tempest zu helfen mit Vision, sondern hat da ich meistens eingesteckt. Und somit, das war's mir. Bis zum nächsten Mal.